Spiki und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 4. Man war das Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Commonwealth. Und weißt du, was wir jetzt gleich mal machen? Wir werden mal hier die Schiffe abtrennen, weil sonst sind meine... Warte, nee, du kannst eigentlich... Ja doch, du segelst dahin. Und ihr schafft's mal hier nach Skorne. Weil die Galeeren sind unglaublich langsam... Oder die Galeassen. Und man hat einfach nichts davon, wenn die Schiffe so krass verlangsamt werden. Geh du nach Blackingen, du kannst dann jetzt eigentlich auch mal darüber kommen. Ja, wir können jetzt tatsächlich, glaube ich, schon die Admin-Idee einkaufen, ne? Ja, boah. Die administrative Effizienz, Leute, das ist ein Ding. Da lege ich großen Wert drauf. Das machen wir aber zu einem späteren Zeitpunkt. Erstmal schicken wir unsere Regimenter rüber nach Dänemark. Plünderung für Sklaven. Ich glaube, dann werden wir jetzt wahrscheinlich gleich wieder geplündert werden. In Chios übrigens auch. Okay, schön. So, die kommen jetzt noch mit. Und wir schicken dich dahin. Und jetzt könnten wir mal gerade überlegen, weil in Gotland, soweit ich weiß, keine Truppen stationiert sind. Ob wir nicht direkt hingehen und boah, da ist auch eine fette Festung drauf. Ob wir da halt nicht mal direkt so vier Söldnerregimenter reinpacken. Und dann könnten wir nämlich, weil sonst haben wir immer das Problem, dass wir da so eine Landung machen müssen und Landungen da vollführen ist immer kacke. Man kriegt halt immer einen krassen Abzug. Die Galeassen schicken wir schon mal hier in die Richtung, wo die größte dänische Flotte momentan gerade unterwegs ist. Ja, ich denke, also du solltest in Memel an Land gehen. Und wir holen uns 6 Söldnerregimenter. Damit es nicht ganz so einfach ist, für die KI Gotland zurückzuerobern. Wie gesagt, Gotland ist eine Festung. Hat einen strategischen Wert. Und wir werden versuchen, Gotland zu überrennen. Jetzt müssen wir aber erst noch zeigen, wie sieht das hier aus. Wir haben momentan hier ganz, ganz wenig Probleme. Wir wollten schon ewig nochmal die Beziehungen mit Brandenburg verbessern. Das können wir durchaus machen. So, ihr segelt schon mal hier hin. Gut. Ja, die ist jetzt schon auf 4000 Mann hoch. Das ist sehr schade. Wir verbessern auch nochmal die Beziehung mit Österreich. In 10 Tagen kommt mein Diplomat zurück. Wir müssen jetzt mal gerade schauen. Die Dänen haben ja noch ein paar weitere Truppen. Wir stellen dich hier hin. Dich hier hin. Und ich packe mir noch hier mit dazu. Wir haben momentan einen sehr, sehr moderaten Malus.
Hier sind gerade jetzt zwei dänische Leichtschiffe unterwegs. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um jetzt den Krieg zu erklären. Ja, mach das mal aus. Lüneburg und Albanien macht mit. Ich kann Novgorod mit reinrufen. Ist vielleicht gar nicht nötig. Wir nehmen die Eroberung von Sjælland. Ist eigentlich relativ egal. Können wir aber ruhig mal hier machen. Also Norwegen ist hier relativ unbedeutend, ne? Wir müssen ja warten, bis das Seegefecht zu Ende ist. So, also, du stellst mir die jetzt mal direkt da oben hin. Ah, ja, da ist tatsächlich noch ein Handelsschiff. So, Albanien ist mit drin. Den Albanern können wir, glaube ich, ruhig guten Gewissens Transsilvanien und Karaman auf den Hals hetzen. Die haben keine Schulden. Ah ja, okay. War jetzt noch eine Überlegung. Okay. Da oben auch ein Seegefecht. Haben wir es erobert? Ne, wir haben es versenkt. Schade. Erobern wäre auch cool gewesen. Wie sieht es denn hier in dieser Provinz aus? Da brauchen wir nur drei Regimenter zum Belagern. Dann lassen wir doch die Artillerie mal da. Und rennen mit unseren Jungs direkt darunter. So, ich glaube, Lüneburg haben wir schon mal erledigt. Du hast zwei Belagerungspunkte. Dann geh du mal weiter nach Lüneburg. Hennegau, sag mal, die sind in jedem Krieg gegen mich mit drin, ne? Hennegau ist meine Nemesis, ne? Da komme ich nicht hin. Ja, wir brauchen 12 Regimenter da drüben. Meine Güte, das ist viel. Sollen wir Kriegssteuern erheben? Brauchen wir eigentlich nicht. Wir machen so viel Geld. Da können wir uns die Machtpunkte echt schenken. Estisch können wir gar nicht abwählen. Hehehe. Rajasanisch lohnt sich nicht mehr. Okay, dann hätten wir Dänemark gewiped. Teilen unsere Truppen auf und machen hier mal eine ordentliche Belagerung. Stellen wir dich mal gerade nebendran. Ach, die können gar nicht nach Nordirland. Dann plündere doch bitte Fyn noch ein bisschen aus. Oder Fyn. Jetzt gerade unsicher, wie das ausgesprochen wird.
Aber ich glaube, es wird tatsächlich Fyn ausgesprochen. So. Norwegen könnte etwas problematischer werden, weil Norwegen wahrscheinlich nur noch hinten Grönland oder Island oder irgendwie so kontrolliert. Unsere Flotte wird jetzt angegriffen. Das macht aber nichts. Schön, dann hätten wir die dänische Flotte auf jeden Fall mal gewickelt. Dann nehmen wir doch... Wie viel brauche ich hier zum Belagern? 12, gut. Dann nehmen wir doch die 8 Kanoniere von hier mit. Segeln hier hoch und laden die mal hier oben ab. Wie sieht's mit Albanien aus? Hat da irgendeiner von meinen Verbündeten was getan? Nö. Okay. Dann, Mädels, dann setze ich euch auf keinen Fokus, ja? Boah, 84%. Mann. Aha, jetzt habe ich Lüneburg schon mal raus. Komm hier, Religion erzwingen, Kriegsreparationen und ein ganzes Geld. Bam. Nach Notek zurücklaufen. Wie viel kann ich sparen? 1068, okay. Johannes Broskius, okay, das muss ich jetzt mal gleich gucken, was der alles Gutes für uns tun kann. Okay, wir machen es wie beim letzten Mal und ich lese mal ganz kurz den Text vor. Ich muss mein Fenster nochmal neu hinschieben dafür. Johannes Broskius war ein polnischer Mathematiker, Astronom, Physiker, Dichter, Schriftsteller, Musiker und Rektor der Krakauer Akademie. Er arbeitete an der Zahlen- und Geometrietheorie und löste die Frage, weshalb Bienen sechseckige Waben erschufen, indem er zeigte, dass die hexagonale Form die effektivste Art der Wachsnutzung und Honiglagerung ist. Broskius war Mitwirkender an Nikolaus Kopernikus' Theorien, ein glühender Unterstützer und zukünftiger Biograf von Kopernikus. Allerdings muss man sagen, diese Kopernikus-Biografie hat Broskius wohl nie fertiggestellt, wenn ich da nicht falsch informiert bin. Das Collegium Broskianum-Gebäude an der Jagiellon-Universität, also das ist die Krakauer Akademie, die jetzt mittlerweile Jagiellon-Universität heißt, ist nach Broskius benannt, genau. Und ich habe jetzt auch gar nicht so viel zu ihm herausgefunden. Interessant ist halt, dass er vorher eine eigene Pfarrei leitete und damit natürlich auch Zugang zu Literatur und Ähnlichem hatte. Er ist auch tatsächlich auch ins Ärmland gereist und hat dort über Kopernikus geforscht und so. Also ist schon sehr interessant. Wir können ihn als Berater einstellen. Das kostet natürlich einen Haufen Geld. Wir kriegen 100 Diplomacht. Und ein Fähigkeiten 2 Naturwissenschaftler. Also wir nehmen den auf jeden Fall alleine wegen der Diplomacht. Ist jetzt insofern witzig, weil... Moment mal. Wir haben nämlich jetzt den Sejivoy. Warte mal, aber der ist doch, hä? Moment mal, hä? Wo ist denn jetzt der Broskius? Hä? Me no understand. Also vielleicht ist es aber auch irgendwie jetzt falsch übersetzt oder sowas, keine Ahnung.
Kann auch an den dynamischen Namen liegen, die ich ja hier eingestellt habe. Kastilien hat den Tlapanicken den Krieg erklärt. Ja, meine Machtprojektion lümmelt halt wieder so nach unten, ne? Tatsächlich, die haben noch ein paar Provinzen, die Norweger. Ach, das hat Kastilien alles kolonisiert, witzig. Ach, meine Fresse. Die sind fleißig, ne? Die kolonisieren so schnell, das kann halt auch nur die KI, ne? Also, eigentlich ist es gar nicht so verkehrt, wenn man tatsächlich hier irgendwie mal dann anfängt, nur noch Kolonien zu klauen. Dann kriegt man Kolonialnationen, ohne dass man das Ding da selber irgendwie kolonisieren musste. Wenn man sie denn dann fordern kann. Okay, aber da wollte ich ja gar nicht drüber reden. Sondern, ich wollte mal gerade schauen, wir können schon... Wo können wir denn noch Staaten gründen? Moment, Bulgarien, Walachei ist Quatsch. Pskov ist Quatsch. Unterer Don könnte interessant sein. Slobodaj Krynava ist egal. Tambo ist egal. Galitsch, Dänemark, Ostegisch ist mir ist egal. Dann lassen wir das nochmal weg. Unterer Don hier. Ja, es würde sich lohnen. Ein bisschen, ne? Warten wir noch. Wir gucken mal, wie das dann hier oben in Dänemark aussieht. Ah, wir bekommen aber mehr... Wir bekommen zusätzliche Start mit der nächsten Admin-Technologie. Das sollte man da jetzt gerade nicht vergessen, ne? Schicken wir die mal schnell noch hier rüber. Nee, warte. Spalt mal die Blockade ab. Und du bleibst mal gerade hier, weil wir brauchen hier definitiv mehr Blockade-Unterstützung. Machen wir das bitte so, weil das dauert sonst zu lange. Lauf mal dahin. Oh, unglaublich. Aber können wir noch was plündern? Sjelland können wir halt plündern, ne? Schlachter gewinnen Loyalität und ich gewinne Macht durch ein Militärtraktat. Und die Schlachter verlieren Einfluss. Boah, ey, schon wieder ein Seuchenausbruch. Das ist so eine Frechheit, ey. Es ist so unglaublich, wie viele Einser hier gewürfelt werden. Das ist eine krasse Festung mit Stufe 4. Ich muss echt gucken, ob ich... Ja, ich glaube, ich rufe sonst Novgorod in den Krieg und gebe den Gotland. Aber das kostet Gefälligkeit, wenn ich die mit in den Krieg rufe. Ist auch wieder Quatsch, ne? Ne, lass kommen. Ah, die Mamelucken haben den Osmanen den Krieg erklärt. Ach so, die Mamelucken brauchen Zugang. Ist eigentlich unerheblich, weil sie es nicht koren können. Dann erlauben wir ihnen das mal. Juhu, 63%. Da sind wir immer noch bei minus 35. Unglaublich. Aha. So. Kannst du belagern? Nee, kannst du belagern? Ein bisschen? Kannst du belagern? Geht so. Dann machen wir doch jetzt mal gerade ein bisschen was anderes. Dann gehst du nämlich nochmal hier hoch. Du schickst mir... Ach, wir haben tatsächlich eine Galeasse erobert. Tatsache.
Ah, gut. Ist ja schön. Blekinge. Skarne. Oder Skorne. Und dann nimmst du nämlich mal gerade hier. Nimmst du nämlich mal hier die Kollegas. Und schiebst mir nochmal da 8 Kanonen drauf. Komm langsam ans Limit bei der Admin-Macht. Deswegen wäre es jetzt gut, wenn wir möglichst schnell Gotland erobert hätten. Ja, jetzt sind wir schon bei 7%. Das ist nicht schlecht. Einfach nur, damit der Krieg mit Dänemark schnell zu Ende ist und ich die entsprechenden Cores haben kann. Dänemark könnte koalitionär werden. Aber das ist unerheblich. Ja, so, das wäre schön, ne? Ja. Okay, lass weg. Ja, ich glaube, dann nehmen wir die. Ich glaube, dann nehmen wir Fyn, oder, ja, also dann nehmen wir Fyn, Sierland und Lolland. Das wird dann auch noch ein neuer Staat. Die nehmen ja auch schon an. Oh, wow, die haben auch kein Geld mehr und nix, ne? Ich krieg dann, wie viel Inflation bekommt? 0,01 Inflation ist okay. Ja, komm, dann nehmen wir das doch. Dann können wir die Admin-Macht direkt verbraten. Wir haben 11.250 verloren. Wieder 4.000 Kanonen durch Verschleiß, ne? Das ist aber halt krass, ne? Weil ich meine, die haben 25.000, also wir haben die komplette dänische Armee platt gemacht und dabei halt keine 5.000 Mann verloren, ne? Auch nicht verkehrt. Super. Terrainküste. Genauso sieht das in Lolland übrigens aus. Ja. So, da ist die Admin-Macht schon mal weg. Dann müssen wir uns noch bei Zeiten um die goldenhordischen Rebellen kümmern. Du gehst mal hierhin nach Lolland. Da sind die Söldner, die schmeißen wir weg. Die nehmen wir mal gerade mit hier hin. Ja, ich glaube, wir lassen zwei Regimenter hier stehen. Fyn und Sierland. Oder wie wäre es mit Fyn und. Ja, Fyn und Sierland ist, glaube ich, gut. Ja, doch. Und du kommst dann direkt nach Poznań, bitte wieder. Ja, wir können die Steinschloss-Muskete noch nehmen. Ich krieg 1% Aufschlag. Ich bin bei. Ja, also das müssen wir ein bisschen abwägen, ne? Wie soll mich das denn kosten? Das weiß ich noch nicht, ne? Aber wir kommen, glaube ich, drumrum, jetzt nochmal die Provinzen zu entwickeln. Wir müssen aber auch eigentlich. Ach nee, krass. Die Provinzen gehörten noch gar nicht dazu, zu dieser Idee des globalen Handels. Interessant. Weil eigentlich ist das die effizienteste Variante, Provinzen zu erobern, wo es diese neue Ideen schon gibt, ne?
Wir bekommen günstigere Schiffe. Was cool ist. Wir können noch 3 Schiffe bauen. Astrakhan hat jetzt Karakoyunlu rivalisiert. Ich werde Karaman immer noch nicht heiraten. Never. Schmeiß mir den nochmal raus. Wir gehen schon mal hier in die Region nach Bachmut. Kriege ich 9 Rivalen? Nee. Okay, wir haben nur noch 38 Machtprojektionen. Ich kann damit leben, aber das ist doch kein Leben. Wir holen uns mal 4 Schiffe. Und Kastilien hat jetzt den Heiligen Stuhl bestiegen. Wir können mit Jylland nicht mehr einfordern. Geh mal Richtung Jedischkul. Wäre schade, wenn die Mamelucken jetzt hier die Provinzen einnehmen, die ich gerne noch haben wollte. Vor allen Dingen, wenn sie Kaiserin nehmen, ist das relativ dumm von ihnen. Dann kriege ich tatsächlich einen Kreuzzugsmodifikator, weil die mit Marokko verbündet sind. Interessant. Wir nehmen Sabolks und Pescht, würde ich sagen. Jolnok und Pescht. Die nehmen wir schon mal. Die Kulturänderung hier ist aber auch recht teuer, ne? Mit wem verbessern wir nochmal Beziehungen? Mit Novgorod vielleicht nochmal. Die haben auch momentan so einen Aggro-Herrscher. Ich weiß nicht, ob der nochmal vorhat, gegen Schweden zu kämpfen. Perfekt, Adelan ist einer Koalition beigetreten. Die besteht momentan auch tatsächlich aus Ardalan. Es könnte sein, dass da noch andere mitmachen wollen. Ah, super. Wir haben jetzt hier keinen... Wir haben jetzt nur einen 9% Modifikator da drauf. Das mache ich aber dann jetzt. Das Einzige, was mich jetzt gerade abfuckt, ist, weil ich mit der administrativen Effizienz günstiger koren kann. Wenn ich das jetzt abbrechen würde... Dann bekomme ich die Machtpunkte zurück, ne? Teilweise. Habe ich das irgendwie gerade dumm gemacht? Ich glaube, ja. Ich glaube, ich habe Machtpunkte dadurch verschenkt. Ich muss mal gerade rechnen. Achso, ja, das sehen wir dann im nächsten Teil, wie ich gerechnet habe. Macht's gut bis dahin. In diesem Sinne, wieso Gerdo? Tschüss.